Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, als das Stichwort Weinberg fällt, wissen die hohen Priester und die Schriftgelehrten schon, an die Jesus sich hier richtet, dass es wohl doch um sie geht. Denn wie wir das in der prophetischen Botschaft der ersten Lesung hörten, spricht Gott von seinem Volk und mit seinem Volk oft in diesem Bild des Weinbergs. Und natürlich gibt es einen Weinberg, damit man ernten kann. Niemand legt sich nur einen Weinberg an, um ihn anzuschauen oder wuchern zu lassen. Es geht um die Früchte. Selbst den Ältesten und den hohen Priestern war das klar. Die Frage stellt sich, ob es uns auch klar ist, dass von uns heute die Rede ist. Ich will heute einige Beobachtungen zu diesen Schrifttexten von Hans-Urs von Balthasar mit Ihnen teilen, der zu Recht sagt, warum stehen solche Texte im Neuen Testament, wenn es nicht um uns geht, wenn es nicht um die Kirche geht? Und die Frage ist, fühlen wir uns denn angesprochen, wenn wir ein solches Gleichnis hören? Oder lehnen wir uns bequem zurück und sagen, ach, das ging ja um die Juden damals und irgendwie gab es da Schwierigkeiten und uns geht das nichts an. Nein, liebe Schwestern und Brüder, so billig kommen wir aus der Nummer des Neuen Testamentes nicht heraus, auch wenn das nicht wenige versuchen. Es geht um uns. Es geht um die Frage, ob wir als Kirche die Früchte bringen, die der Herr zu Recht von uns erwarten kann. Was sind das, diese Früchte? So fragt auch von Balthasar und er hat eine interessante Beobachtung. Er bekommt sie, so sagt von Balthasar, von den in die Kirche geschickten Knechten, den beauftragten Heiligen. Vor allem von diesen. Und zwar gleichgültig, ob kanonisiert oder nicht kanonisiert. Aber die an uns gerichtete Frage bleibt, wie hat die Kirche diese beauftragten Heiligen, diese Knechte aufgenommen? Und wie nimmt sie sie immer noch auf? Meistens, so sagt er, schlecht. Meistens schlecht. Sehr oft gar nicht. Manche, auch Päpste, Bischöfe, Priester gehören dazu, erleben ein Martyrium innerhalb der Kirche selbst. Ablehnung, Verdächtigung, Hohn und Verachtung. Und damit ist es noch nicht genug. Er sagt, wenn man sie dann nach dem Tod kanonisiert, also heilig spricht, wird oft ihr Bild nach den Gelüsten der Leute verfälscht. Augustinus wird dann zum Einführer der Ketzerverfolgung, Franz ein Naturenthusiast und Ignatius ein schlauer Stratege. Der Vereinnahmung ist kein Ende. Dieses Wort Jesu, von Balthasar zitiert das hier, dass ein Prophet in seiner Heimat nichts gilt, gilt auch innerhalb der Kirche. Wir müssen uns ganz persönlich die Frage vorlegen, wie ist es denn mit den Früchten, die von mir gefordert sind? Und wie gehe ich mit den beauftragten Knechten um? Die erste Lesung hat uns gesprochen und bei Jesus klingt es durch, deshalb greift er dieses Bild von Weinberg auf. Und wir sollten uns, das hilft uns bei der Beantwortung der Frage, damit auseinandersetzen, wie groß die Enttäuschung Gottes sein muss, wenn er diese Früchte nicht erhalten kann, wenn er nicht ernten kann. Und eines ist klar, der liebe Gott lebt nicht von der Kirchensteuer. Er kriegt davon nichts. Er braucht sie auch nicht. Also unsere Bilanzen interessieren ihn nicht. All die Statistiken auf Hochglanz oder Umweltpapier von mir aus, die sind für den lieben Gott vollkommen uninteressant. Und wir müssen uns ein wenig noch in dieses Problem hineinknien. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen würde, das zu sagen, aber ich habe das Glück, dass ich das zufällig entdeckt habe bei von Balthasar. So will ich kann es ihm nicht in die Schuhe schieben, aber es ist wirklich ein Zitat.
Er sagt, die Enttäuschung Gottes. Ja, die Enttäuschung Gottes über die Synagoge, aber auch eben über die Kirche, die immerfort die Tendenz hat, ihm davonzulaufen. Heute vielleicht mehr als je, weil sie in Sachen des Glaubens, der Liturgie, der Moral alles besser zu wissen meint, als Gott mit seiner veralteten Offenbarung, die, statt ihm in Lob und Verehrung zu dienen, immer wieder fremden Götzen nachläuft. Messe als Selbstbefriedigung der Gemeinde. Am Schluss wird, wenn die Aufführung zufriedenstellend war, geklatscht. Gebet als Seelenhygiene, Klammer auf, man schaue sich nur die ganzen Ratgeber zum Gebet an, ist genau das. Dogma als seelischer Archetyp und so fort. Was bleibt also? Was sind die Früchte, die Gott erwartet? Die Negativdinge können genauso gut positiv gesehen werden. Ein Gottesdienst, der wirklich Gott in die Mitte stellt und Gott verehrt. Und zumindest die Bereitschaft, so sehr aufgeklärt und toll und wir wirklich alles besser wissen, auch in Fragen der Moral, der Offenbarung Gottes, die wir in der Heiligen Schrift finden, etwas zuzutrauen. Zumindest einmal die Arroganz abzulegen, dass wir automatisch wissen, dass es anders auf jeden Fall richtiger ist. Das ist eine unglaubliche Arroganz, die sich über die Offenbarung Gottes einfach hinwegsetzt. Die fegt das weg wie alten Mist. Das ist eben von vorgestern, das ist zeitbedingt, das ist gesellschaftsgebunden, 2000 Jahre alt. Warum sprechen wir denn von der Offenbarung? Warum sagen wir denn, dass die Worte, die wir in der Schrift finden, und man müsste es unseren evangelischen Schwestern und Brüdern wirklich dick, aber uns auch, dick auf die Stirn tätowieren. Warum sind das Gefäße des Geistes? Ich weiß gar nicht, was Luther sagen würde, wenn er wiederkäme. Und merkt, wie man das Wort Gottes, von dem man noch gesagt hat, man soll es stehen lassen, wie man das beiseite räumt. Alter Kram von gestern. Heute wissen wir, wie es geht. Wir wissen, dass das mit der Geschlechterorientierung alles Unsinn ist. Die Ehe kann man abschaffen, jeder kann sein Geschlecht aussuchen. Alle diese ganze Litanei. Und wir könnten das Gleiche für den Gottesdienst tun und wir könnten das Gleiche für die Dogmen tun. Alles Kram von gestern. Hier liegt die Enttäuschung Gottes, der sich mit seinem ganzen Wesen in der Offenbarung in diese verkorkste Welt hineingekniet hat, die immer meint, ihrer Wege gehen zu müssen, die immer meint, von ihm weglaufen zu können und immer in ihr Unglück rennt, keine Früchte vorzuweisen hat. Der ganze Weinberg, ein einziger Saustall. Statt wieder hinzufinden, liebe Schwestern und Brüder, hinzufinden zu jenem Wort, mit dem er wirbt. Und selbst wenn wir erst die Heiligen entdecken, wenn sie tot sind, wenn wir an ihren Wegen sehen, wir müssen ja nicht die aktuellen sehen, vielleicht ist das zu viel verlangt, aber zumindest uns, da wir jetzt auch allmählich in diesen Wochen auf Allerheiligen zugehen, dass wir uns viel mehr mit deren Leben beschäftigen, und zwar nicht mit diesem zuckersüßen Kram, den man auch lesen kann. Das Leben echter Heiligen ist in der Regel überhaupt nicht zuckersüß, sondern hart. Es ist ein Kampf, eine Auseinandersetzung, so oder so. Warum nehmen wir nicht einmal solche Biografien zur Hand und lesen sie nicht nur, wie wir sagen, zur Erbauung? Nicht als Erbauungsliteratur, sondern als Befruchtung, als eine Auseinandersetzung unserer eigenen christlichen Existenz. Immer mit der Frage, um die es heute geht. Bringe ich wirklich in diesem Weinberg Gottes, in dem ich bestellt bin, zu dem ich gerufen und eingeladen bin, bringe ich Früchte, die ich Gott vorweisen kann?